Titus erhält auch Hochzeitsgeschenke, genau. so. Ich spring's mal gerade auf die Uhr. Ach, wir haben ja jetzt 20 nach 8. Dann machen wir noch den... Rätseln wir noch, bevor wir Pause machen? Ich würde sagen, ja, oder? Kimari's up ahead. Go. Right. We will protect Yuna from anyone. Even a maester. this can't be happening. If he is truly at fault, it must be done. Okay. Seymour! Please be silent. Lady Yuna prays to the faith. Make me! We saw Jiskel's sphere. You killed him. What of it? Lady Yuna, certainly you knew of these things, did you not? Well then, why have you come here? I came... I came to stop you. I see. You came to punish me, then. What a pity. Ah, of course. Protect the summoner even at the cost of one's life. The code of the Guardian. How admirable. Well, if you're offering your lives, I will have to take them. Maester Seymour, I trust my guardians with my life, but they are also my friends. I will not stand by and watch them be hurt. I will fight you too! All right! Maester Seymour! So be it. War Seymour nicht so total overpowered? Kacke. ja, was, oh Gott. Oh Gott. Wie greifen wir die denn jetzt am besten an? Ich habe natürlich auch gerade keinen mit Durchschauen im Kampf, ne? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wir holen erstmal so rein. So. Und da steht nichts dran, da steht nur beschützt Seymour. Was steht da dran? Reihe nach mit Kälte, Strom, Nässe und Hitze zaubern an. Na toll. Aber Schwäche steht da keine. Toll. Toll. Ich bin begeistert. Mm.
jetzt schon Sinn zu beschwören? Das Kind beim ersten Mal an ihm verzweifelt, okay. Ich erinnere mich auch noch gut dran. Dann viel Spaß beim Zusehen, wie ich sage. Na, danke schön. ich überlege gerade, was für eine Taktik man hier machen könnte. Also am besten, ja, als erstes hier die zwei Guardians ausschalten. Aber ich frage mich, wie. Eigentlich würde ich ungern jetzt schon die Bestie einsetzen. Stellen sich davor. Ich verstehe. Okay, bei Luno macht das nicht sehr viel Schaden, das ist schon mal gut. Aber Lulu macht eben auch nicht viel Schaden. Das ist das Problem. Wieso schläft er nicht ein? Ach ja, stimmt. Titus hat irgendein Item an, ne? Was, dieses Donnerschild oder so, glaube ich. Okay, blind hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Das macht nicht genug Schaden. Der heilt sich um 1000, wir machen aber nur 500 Schaden. Das reicht nicht. Hat irgendwer aufgepasst, wie oft ich jetzt Anfeuern gemacht habe? War das schon 5-mal? Okay. Oh yes! Das war Steinern hat gezogen. Das ist schon mal geil. Das wird jetzt noch nichts bringen, oder? Huh.
Wer könnte denn über 1000 Schaden machen? Keiner von denen im Moment, ne? Man weiß, wie der Kampf geht, ist ja sehr einfach. Also wie mit dieser Schleimbubble da. Startet zumindest schlauer als ich, hast und anfeuern, ist auf einem guten Weg. Ja, mal sehen, ob es so gut weitergeht. Ich versuch's jetzt nochmal mit Schlafdruck in der Hoffnung, dass nochmal Versteinerung funktioniert. Verdammt. Oh, es wäre geil, wenn das nochmal zieht. Er macht auf jeden Fall nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Solange er nicht beschwört, ist alles gut. Moment, hatte Tidus nicht noch, wo ist es? Gemach. Verlangsamt einen Gegner. Guck mal hier. Gute Nacht. Yes. Beide Guards schon mal weg. Und jetzt draufkloppen, wa? Dragonik wird nicht viel bringen, ne? Wir kloppen erstmal einfach so drauf. Ah, dabei fällt mir ein, ich habe Kimari gar nicht mit Hast versehen. So, stumm. Verdammt, immun gegen stumm. Na ja, gut, das macht Sinn. Feel my pain. Come, Anima! Das ist nicht gut. Die neue. Oh, Faith, lend me strength. Ach, stimmt, sie hat ja gerade die Halle der Prüfungen gemacht. Wen kann sie beschwören? Oh, ein Fragezeichen. Sie kann ein Fragezeichen beschwören. Es steht nicht dran, wie sie heißt. Kälte, Elementar, Schaden und Aufhalten. Schwarzmagie, Eis und Eisra. Eismagie, Ex-Feuer und Ex-Eis. Hoffentlich sehen wir diesmal die Ekstase. Ja, mal sehen, ob die so lange überlebt. Brandbuck, du magst Anima. Ich finde Anima, also mir tut Anima immer Shiva. Ah, ja, stimmt. Der Name macht Sinn. Aber Anima tut mir ehrlich gesagt immer leid, weil irgendwie, ich weiß nicht, ist die Bestia tatsächlich so oder hat Seymour sie quasi, ja, unfreiwillig in seine Dienste genommen, weil die sieht echt aus, die sieht immer aus, als hätte sie Schmerzen. Also irgendwie sehr merkwürdig. Egal, versuchen wir es mal mit Eisra. Wartet schon. Anima sammelt seine Kräfte. Oh Gott. Nicht doch. Schmerz.
Ah, ganz knapp. Oh Gott. Wir können sie ja leider nicht heilen, ne? Sanftet. Wie war das nochmal? Nimmt weniger Schaden. Ekstase steigt nicht. Ach, Kacke. Nimmt mehr Schaden. Ja, das ist nicht gut. Das bringt gerade gar nichts. Oh, ich hoffe, wir überleben noch einen Hit. Oh, die Ekstase ist voll. Oh Gott, lass uns die eine noch schaffen. Die eine noch schaffen. Jawoll. Moment, Staub. Ekstase. Da ist auch Ekstase. Bitteschön. Wie großartig. So, einmal Eisra ist noch drin. Danach ist Shiva. Nee, okay, sie ist da. Aber sehr, sehr großartige Anima. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Die ist so, okay. Zu Anima gibt es auch noch etwas Hintergrundstory, die später als kleiner Nebenstrang erzählt wird. Ist ganz nett, also warte mal ab. Okay. Shiva ist wie Frit, sie lässt sich durch ihr Element heilen. Ah, okay, cool. Ist so from Hell halt. Könnte dir ja sagen, wer das ist, aber das wäre gespoilert. Okay. Dann bitte nicht sagen. Hat noch jemand das Gefühl, dass Shiva einfach nur Fanservice ist? Nein, Quatsch. Wurden hier bisher alle Bedingungen für Anima erfüllt? Einiges wird sie ja eher nicht wiederholen können. Ich weiß gerade nicht, was du meinst mit, nein, nicht ganz, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich lese einfach nicht weiter mit, weil es gerade so ein bisschen nach Spoiler-Anfang klingt. so, was machen wir jetzt? Man wird ja wohl eine Bestie kaum, eine Bestie, doch, Bestie. Stumm? Nee, das wird nicht funktionieren, ne? Da ist sie im Umgang. Dann, ja. Ja! Bis Yuna wieder dran ist. Beschwören wir. Oh, wir können die anderen nicht beschwören. Oh nein. Warum das denn nicht? Das ist ja gemein. Das ist suboptimal. Okay, dann müssen wir anders vorgehen. Eis war ja effektiv. Guck mal, wir können doch Eis war Wut. Wie war das denn? Nee. Das mit dem Stick funktioniert nicht so gescheit, wie es sollte. Oh. Oh, es hat gereicht. Lulu rockt. That power that defeated Anima, it will be mine. Du kriegst Lulu nicht. Kannst du ja sonst wohin schieben. What? Du Sack. Nee. Du aller Sack. Wieso macht er denn plötzlich 1800 Schaden? Na toll, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Nein, und ich habe nicht gespeichert. Beziehungsweise wir müssen uns auf den Autosave verlassen. Das ist ja total arschig. Wie soll ich das denn überleben? So viel Leben haben meine Leute ja gar nicht, wie der jetzt gerade Schaden gemacht hat.
Das ist ja ätzend. Autosave. Ja. Das ist das Letzte, was wir haben. Ich bin gespannt, wo wir dann jetzt stehen. Vor dem Kampf, oder was? Ja, vor dem Kampf. Mit X-Element. Okay. Das heißt, wenn ich jedes X-Element einmal auf ihn gecastet habe, ist er quasi erstmal weg. Seymour! Please be silent. Oder kann ich angreifen, sagen wir es so. Lady Yuna prays to the faith. Like me! Ich würde das gerne skippen. Kann ich das skippen, das Video? Ich fürchte, ich kann das Video leider nicht skippen. Müssen wir uns nochmal angucken. Ich sehe mal, das geht auf einen selber. Ach, okay. Yuna! Oh, but why? We saw Jiskel's sphere. You killed him. What of it? Lady Yuna, certainly you knew of these things, did you not? Well then, why have you come here? I came... I came to stop you. I see. You came to punish me then. Sequenz ist leider wie alle anderen auch nicht skippbar. Verdammt. What a pity. Ah, of course. Protect the summoner even at the cost of one's life. The code of the Guardian. How admirable. Well, if you're offering your lives, muss ich die dann vor jedem Zug entsprechend auf den Charakter casten, oder reicht's, wenn ich auf jeden Charakter einmal quasi was caste? I trust my guardians with my life, but they are also my friends. I will not stand by and watch them be hurt. I will fight you too. All right. Maester Seymour. So be it. So. Gleiche Geschichte wie beim letzten Mal. Wir gehen auf die Guards wieder mit Waka gleich drauf. Damit die versteinern. Und zum schon mal Hass bei Tidus, damit er gleich fast auf alle anderen schnell casten kann. So, Yuna kommt erstmal raus. Mir hängt das Mikro heute nicht so, wie ich möchte. Jetzt machst du ihn fertig, glaube ich, was da nicht. Ja, ich hoffe mal. wen holen wir noch rein? Nee, ich glaube, Kimari für Vita kann erstmal drin bleiben. Wenn ich das jetzt caste, bleibt es dann quasi den kompletten Kampf über auf dem Charakter drauf? Oder muss ich das jeden Zug neu machen? Könnt ihr mir da kurz helfen? Das wäre cool, weil dann weiß ich, ob ich quasi jetzt schon für gleich vorbereite. Oder ob ich das eh erst gleich machen muss, weil jetzt gerade sind die Angriffe vom Seymour ja noch nicht sonderlich stark. Dann würde ich damit noch warten und würde eventuell sonst Ballen reinholen so lange. Keine Möglichkeit. Oder Riku zumindest einmal kurz für die Erfahrung. Riku könnten wir eigentlich kurz reinholen. Sonst haben wir Riku wieder gar nicht drin. Sie kann doch bestimmt...
Solange bis das Elementar auf den Charakter benutzt. Ah, okay. Virtuelle Kekse für mehr Energie. Yay, Kekse! Ich versuche mal, Simo zu beklauen. Haha. So, dann packen wir jetzt auch Hass auf Waka. Ach scheiße, der hätte ich den anderen nehmen sollen. Der war ja schon blind. Unheilmittel? Was? Was ist ein Unheilmittel? So, dann holen wir Auron rein. Obwohl, Auron macht gerade nicht so richtig Sinn, oder? Ich werde einfach schauen, dass ich mit Tidus auf alle Charaktere Hass caste. Scheiße, irgendwie wirkt das Versteinern dieses Mal halt gar nicht, ne? Komm schon. Jawohl, einmal. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Mal. So, komm. Ach, warum zieht denn Versteinern gerade nicht? Kein Scheiß hier. Versuchen wir nochmal mit Rico. Und zwar würde ich gerne versuchen... Hier. Ach, die macht nur 300 Schaden. Das hilft nicht. Das ist so wenig. Komm schon. Jawohl. So, jetzt kommen wir mit deiner tollen Bestie um die Ecke. Den hatten wir noch nicht drin. Wir hatten außer Lulu alle schon drin. Ne, Yuna kommt noch sowieso gleich. Dagegen ist der eh immun. Gegen Persos Atem ist er doch garantiert immun. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Der hat als letztes Eis eingesetzt. Achso, sie kann das ja auch gar nicht. Das kann ja nur... Kann ja nur Yuna. Mmh.
Guck mal, dann kloppen wir auch einmal nochmal auf dich drauf mit der Eiswaffe. Ich würde mir eigentlich gerne die anderen Ekstase-Sachen für nachher aufheben. Ich warte jetzt eigentlich gerade nur darauf, dass er seine Bestie endlich beschwört. Ja. Feel my pain. Come, Anima! Mal cool. Ich glaube, ich habe jeden inzwischen einmal eingewechselt, außer Yuna, die kommt halt ja jetzt sowieso. Oh Faith, lend me strength. Und hol Shiva. Dass die aber auch noch ihr Tuch wegschmeißt, ne? Für den Fanservice. jetzt muss ich echt an Dark Souls denken, wenn da einer streamt, ist das auch immer mit Fieber und Schadenfreude zugleich. Ich hoffe, dass ich es diesmal packe. So, wie war das? Aisra ist am effektivsten, dann fangen wir damit auch direkt mal an. Schmerz Nummer 1. Nummer 2. Oh, doch nicht. Sammelt Kräfte. Shiva hat leider sehr wenig Mana-Punkte, ne? Mit 35. So, wir haben unsere Ekstase voll. Jawoll. Und ab dafür. Echt Stil hier noch mit dem dabei. Das ist sehr cool. So, jetzt sind wir down, oder? Oder halten wir noch einen Schlag aus? Puh, knappe Kiste, aber einmal geht noch. Oh, das reicht noch für noch einmal. Das ist ja geil. So, jetzt brauchen wir eigentlich wieder Lulu. Waka kann halt gerade nicht viel reißen, ne? So, dann holen wir ihn mal rein mit Kraftbrecher. Ah, Magiebrecher wäre wahrscheinlich besser gewesen, ne? Verdammt. Wir haben noch keinen Hast auf Lulu. Oh, wir haben noch keine Hast auf Lulu. Der Spaß wieder an. That power that defeated Anima, it will be mine. Hätten wir ihn jetzt angenommen, na toll. Ich überlege gerade, Moment, wir haben. Das Problem ist, er castet ja dreimal hintereinander. Und womit hat er zuletzt angegriffen? Er greift ja immer abwechselnd an. Nacheinander greift er an. Aber womit fängt er an, ist jetzt die große Frage. Was casten wir auf wen?
Das geht immer direkt alles. Das ist geil. Okay. Blitz. Feuer. Bingo. Blitz haben wir. Er hat zweimal Blitz gecastet. Warum hat er zweimal Blitz gecastet? Verdammt, warte mal. Konnte Kimari das nicht auch? Jawohl. Dann habe ich zwei mit X drin. Jetzt ist die Frage, was mache ich am meisten Schaden? So, wir haben X Feuer, X Blitz, X was. Ich packe jetzt erstmal Wasser drauf. Und Eis. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Wette ein virtueller Keks. so, wir haben Wasser, Eis und Feuer. Uns fehlt jetzt noch die Blitz-Dingens. Ich überlege nur, womit ich Seema am besten angreife. Ob ich den besser magisch oder physisch angreife. Ob ich jetzt am besten bei Eisrohr bleibe. So, was fehlte uns? Uns fehlte Ex-Blitz. So, jetzt kann kommen, was da will. Wir sind immun. Wasser hat er gemacht. Beide Male Wasser. Okay, einmal Wasser neu. Dann, Moment, wir haben alle vier, ne? Ja. Dann kann Kimari tatsächlich mal draufhauen. Luna draufhauen macht nicht ganz so viel Sinn, ne? Beten, regenerieren HP der Gruppe. Machen wir einfach mal. Das hat zumindest Kimari geholfen. So, Eisrad draufhauen. Feuer erneuern. Ich vermute, okay, als nächstes Eis. Ich vermute, dass ich mir gerade so die längste. Also ich vermute, ich spiele gerade sehr langsam, dadurch, dass ich Kimari und Yuna drin habe. Kacke, was war jetzt gerade Eis, ne? Ja, okay. Ich vermute, es gibt wahrscheinlich eine schnellere Methode, aber ich gehe jetzt gerade so auf Nummer sicher mit Kimari und Yuna. Dabei fällt mir was ein. Wir holen... Nee, wir holen nicht Yuna raus. Wir warten, bis Lulu wieder dran ist. Besser langsam als zu riskant, das stimmt. Ja, beschwören können wir ja leider nicht. Ist noch jemand nicht voll? Ja. Kimari ist nicht voll. Och, weißt du, jetzt holen wir Yuna einmal kurz raus. Ich würde gerne ein, zwei Mal ein bisschen stärker draufkloppen. Ach nee, warte, hier, senke Magie, haha. Oh, Auron hat aber nur zwei Zauber gerade drauf. Das heißt, Auron könnte gleich down gehen, das wäre schlecht.
Ach. Ha, ha. Oder kommt jetzt irgendwie noch eine dritte Phase? Yuna, you would pity me now? Lord Seymour! What happened here? Den kann ich nicht so ganz ernst nehmen. Der sieht immer aus wie so ein Clown irgendwie. What have I done? Wait a minute, it's not our fault at all! Seymour struck first, he's the bad guy! You did this? Yuna, send him. No, stop! Stay away from him, traitors! Traitors? We're finished. Now hold on just a minute. Seymour's the bad guy, right? We'll just explain to everyone what happened. It won't be that easy. Let's get out of here. Herren, da haben wir aber einiges bekommen. So, ich würde gern speichern. So. Ich spring's mal auf die Uhr. Ich würde sagen, ich mache eben noch das Sphärobrett, dann machen wir ein Päuschen und dann begeben wir uns in den Tempel. So, wo gehen wir denn jetzt hier hin? Was haben wir hier oben? Ach, so weit kann ich mich gerade nicht bewegen. Was ist denn das? HP, Treffer, Abwehrkraft 2. Zauberabwehr, Geschick, Flex. Nehmen wir das da oben mit? Ja, es ist halt, es sind 2 Punkte, ne? Ne, 3. Ich nehme es mal mit, wegen den HPs. Irgendwie habe ich bisher noch so das Gefühl, dass es zu einfach war. Ich glaube nicht, dass das schon gegessen ist mit dem Seymour. Irgendwas ist da noch. Nicole, guten Abend. Ich hatte schon Angst um meinen Keks. Oh, Chips, auch gut. Chips sind meistens eh besser als Keks. Wunder. So. Oren, bewegen. So. Okay. Ah, Yuna hat viel. Erstmal dahin. So, einen Vierer haben wir ja noch nicht, ne?
Wir haben nur einen Sack. Okay. Dann müssen wir erstmal zwangsläufig darüber. Was ist denn hier eigentlich dazwischen, dass das so besonders ist? Level 4, HP 200, Reflex 4, Glück steigt um 4. Ist Glück sowas Besonderes, weil Glück immer hinter diesen dicken Sphero-Blockaden ist? Packen wir jetzt aber ganz viele Kekse und ihr kriegt nichts ab. Na toll. So, Yuna haben wir auch fertig. Rico. Wandert erstmal hier hin. Nee, nutzen. Und bis dahin kommen wir. So. Ah, Waka haben wir auch noch. Meine Güte. Da hoch. Und ich glaube, wir haben es. Ja, wir haben alle fertig. So, dann noch einmal speichern. Komisch, dass hier mir als Mod und nicht als Broadcaster angezeigt wird. Huh? Das ist merkwürdig. Das ist in der Tat merkwürdig. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Aber stimmt, ich bin im Chat normalerweise als Mod Dingens, ne? Das ist schon... Doch, aber wenn ich tippe, habe ich das Broadcaster-Dingens davor, normalerweise. So, ja, ich glaube, wir müssen gleich hier hoch, ne, für den Tempel, für Rätsel-Tara. Aber ich kann hier gar nicht rein. Ich kann hier gar nicht rein. Sicher, dass das hier der Tempel ist? Also ja, optisch ja, aber ich komme da gerade gar nicht rein. Oder kommt das hier jetzt auf der Seite? Was? Give me a break. Was? Was? Ihr Säcke. Ihr Säcke. Okay, das ist